Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der FC Schalke 04 Manager-Karriere. Wir gehen direkt mal rein in das Duell gegen den VfL Bochum. Sie werden hier am 22. Spieltag in der Veltins-Arena zu Gast sein und wir wollen natürlich hier abliefern, wollen sie niedermetzeln in diesem sehr schönen Stadion. Und damit gehen wir rein zu den Aufstellungen. Beginnen wir mit unserer Startaufstellung. Ortega ist im Tor, die Abwehrreihe bleibt gleich, auch im Mittelfeld. Ändert sich nichts, aber im Angriff, denn Schmidt darf links vorne spielen. Statt Younes, der hat nämlich gleich der Ausdauerproblem und damit gehen wir sofort zur Aufstellung vom VfL Bochum. Sie spielen hier mit ihrer gewöhnlichen 4-1-2-1-2-Formation, bedeutet, wir können mehr über den Flügel kommen, denn die sind mehr im Zentrum orientiert. Und damit gehen wir rein in diese Partie. Und natürlich möchten wir dieses kleine Derby gewinnen. Aydin ist am Start, sieht jetzt hier vorne Karaman, der bekommt ihn. Karaman läuft, Karaman scheitert leider. Zweite Spielminute und der erste Eckball für uns. Rocco Reitz mit der Hereingabe auf Maximilian Bauer. Richtig guter Kopfball, aber genauso stark gehalten. Zweiter Eckball in der dritten Spielminute. Rocco Reitz wieder auf Maximilian Bauer und wieder war es ein sehr starker Kopfball. Mit ist auf den Flügel, bringt ihn jetzt rein auf Karaman. Der nimmt ihn an, zieht ab und trifft tatsächlich. Achte Spielminute und wir hatten schon haufenweise Chancen und damit machen wir jetzt den ersten Treffer. Karaman am Ball, Karaman auf Schmidt, schöne Übersicht. Schmidt, der läuft, immer noch Schmidt und Schmidt zieht ab und scheitert leider bei dieser riesen Szene. Eckball, jetzt für uns Rocco Reitz mit der Hereingabe. Wieder mal auf Maximilian Bauer und diesmal macht den rein. Der Kopf, 16. Spielminute, zweiter Treffer für die Gelsenkirchner. Auf Schalke bebt es. Schmitz am Ball, findet Karaman vorne. Der Kapitän zurück auf Rocco Reitz. Reitz läuft schon mal. Reitz hoffentlich auf Winkler, der setzt sich durch. Winkler schießt aber vorbei. Nächster Ball sieht vorne Brian Lassme. Lassme auf Schmidt. Schmidt sieht ab und endlich fehlt der dritte Treffer. Das hat Ewigkeiten gebraucht. Dafür, dass wir so viele Chancen hatten, aber in der 88. Spielminute wird es soweit. 90 Spielminuten sind vorbei. Wir gewinnen hier sehr souverän mit 3:0. Kein einziger Gegentreffer oder überhaupt ein Schuss von Bochum, was natürlich extrem gut war. Ortega hatte nichts zu tun. Wir machen 3 Tore, hätten sogar locker noch höher gewinnen können. Also eine unvorstellbare, sehr starke Leistung von den Knappen. Bevor wir reingehen in die nächste Partie, schauen wir auf die Tabelle. Wir sind aktuell Tabellenplatz 7. mit 34 Punkten, 4 Punkte sogar Abstand auf dem Tabellenplatz 8 und das ist der VfL Wolfsburg. Danach kommen Stuttgart und Augsburg. Also wir sind recht safe. Wir könnten sogar noch eins nach oben steigen, aber wir wollen nicht gierig werden, ehrlicherweise. Ich bin erstmal zufrieden auf den Tabellenplatz, wo wir aktuell sind. Auf Platz 1 der FC Bayern München und das ist auch der nächste Gegner. Was ich noch sagen wollte, natürlich ist es auch der erste Platz und das wird nicht ganz so einfach, denn sie werden hier mit ihrer 4-2-3-1-Formation spielen, was hier ganz bemerkenswert ist, dass Benjamin Pavard wieder zurück ist bei den Bayern. Und damit schauen wir jetzt auf unsere Aufstellung. Wir spielen nämlich hier mit unserer kompletten Top-11. Damit gehen wir rein in die Veltins Arena und möchte natürlich den FC Bayern München gerne schlagen am besten. Aber mit einem Unentschieden sind wir natürlich auch zufrieden und damit gehen wir rein in die Höhepunkte. Und damit sind wir jetzt auch schon drin. Es beginnt natürlich der FC Bayern München und das mit einer weiteren Flanke auf Rabiot, der hier hoffentlich nicht drankommt. Leider schon. Alphonso Davies ist jetzt hier am Ball, sprintet ein bisschen. Genau das, was er kann. Da kommen wir sehr schwer hinterher. Harry Kane jetzt auf Jamal, der sieht jetzt hier wieder Harry Kane, ein komplettes Hin und Her. Jetzt Alphonso Davies, der Kanadier auf den Engländer und jetzt müssen wir weiterhin aufpassen. Rafael Guerrero kommt schon mal vorbei, Davies sprintet rein. Rocco Reitz hatte kurz mal den Ball geschnuppert, aber jetzt müssen wir immer noch aufpassen. Die Bayern spielen jetzt hier hinten rum, das was sie können, muss man ehrlicherweise sagen. Alinja hier als Kapitän. Jetzt Pavard wieder auf den Portugiesen und jetzt Eric Dier, der meiner Meinung nach sogar überraschenderweise hier spielen darf. Aber ja, die Bayern machen jetzt nichts so Großes draus, muss man ehrlicherweise sagen. Dieses langweilige Hinterhergepasse. Irgendwann war dann auch diese Szene vorbei und dann wird es bitter, denn die ganze haben sie nur hin und her gepasst und jetzt kommt einfach mal Harry Kane mit einem Elfmeter. Harry Kane gegen Stefan Ortega, er verwandelt ihn sicher ins obere Eck. Keine Chance für den deutschen Torhüter und damit sehr bitteres 1:0 für den FC Bayern München. Wir machen weiter, natürlich wieder der FC Bayern München über Jamal
Musiala, das Wunderkind, ist am Ball für München. Seht jetzt hier Rabiot vorne. Der findet wieder Alphonso Davies und wir müssen so schnell wie möglich unsere Formation reinbekommen, damit wir besser verteidigen können. Olise ist am Ball, kommt hier nicht vorbei. Schmitz macht Druck. Immer noch Schmitz hat den Ball. Und damit ist diese Szene auch vorbei. Wir machen weiter. Wieder mit einem Angriff für die Bayern. 50. Spielminute schon. Es wird so langsam knapp. Harry Kane, der läuft. Und Sanchez versucht es noch und Tegel kommt nicht dran. Das zweite Tor für die Bayern. Das ist die individuelle Klasse am Ende, die hier den nächsten Treffer macht für die Münchner. Nächster Angriff. Wieder der FC Bayern München. So langsam wird es lächerlich, weil wir sind ja eigentlich Platz 7. Ich weiß, wir sind ein Aufsteiger, aber trotzdem. Also vor allem dafür, dass wir aktuell Platz 7 sind, bekommen die Bayern meiner Meinung nach zu viele Chancen. Ortega läuft jetzt hier raus und kann ihn dann auch endlich klären. Damit ist diese Szene zumindest direkt mal vorbei. Wir machen weiter und das wieder für die Bayern. Der FC Bayern München jetzt über den Linksverteidiger Alphonso Davies. Der Kanadier läuft hier ein wenig. Immer noch Alphonso Davies. Davies vorbei an Aydin. So langsam müssen andere Leute ran, wie zum Beispiel ein Schallenberg. Dann bekommen wir endlich mal eine Kontermöglichkeit zumindest. Winkler hat ihn jetzt. Winkler am Ball. Winkler versucht es aus der Distanz, um überhaupt mal einen Schuss in die Statistiken reinzubringen. Danach geht es weiter. 60. Spielminute. Nächster Angriff. Und das über Brian Lassmer, der hier diesen Ball hat. Jetzt Younes sieht. Und Younes trifft den Außenpfosten. Damit ist diese Szene zumindest vorbei. Jetzt bekommen wir einige Chancen. 66. Spielminute und ein Eckball für uns. Mal schauen, ob wir noch die große Aufholjagd erreichen können. Die Freigabe, aber das war nichts, muss man ehrlicherweise sagen. 77. Spielminute, jetzt die Kontermöglichkeit. Und da haben wir definitiv Geschwindigkeitsdefizite gegen den FC Bayern München. Schmidt bekommt hier aber den Ball, läuft jetzt hier erstmal und da kommt er tatsächlich vorbei. Eric Dier ist dann aber plötzlich ein Problem hier. Der Schrückpass jetzt auf Horvath. Horvath auf Brian Lassmer, was für eine Übersicht. Und Brian Lassmer, ja, vergibt diese Riesenmöglichkeit. Und dann, ja, kommt der nächste Elfmeter für die Bayern. Ja, sehr, sehr schade, muss man ehrlicherweise sagen. Harry Kane verwandelt auch diesen zu platziert. Ortega kommt nicht dran und wir liegen mit 3:0 zurück. Aber auch wir bekommen jetzt endlich mal einen Elfmeter. Brian Lassmer steht hierfür bereit und soll zumindest einen Ehrentreffer vollziehen für den FC Schalke 04. Chippt ihn rein, damit macht er den nächsten Treffer, beziehungsweise den ersten Treffer in dieser Partie für Schalke, aber den nächsten in dieser kompletten Partie und auch den einzigen Treffer für Schalke, denn danach ist diese Partie vorbei. Am Ende heißt es 3:1, 2 Elfmeter für Bayern. Ja, was ein bisschen bitter ist. Offensichtlich hatte der aber auch 17 Versuche, Harry Kane. Naja, es sind die Bayern. Man kann es einigermaßen verkraften, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber trotzdem, es ist schon sehr bitter, so zu verlieren. Wir machen aber weiter, lassen uns nicht unterkriegen. Und jetzt spielen wir gegen den nächsten Club aus dem Süden. Und zwar gegen den FC Augsburg. Sie werden hier mit einer 4-1-2-1-2-Formation beginnen. Und wir beginnen tatsächlich nicht mit unserer kompletten Top-11. Schmidt, Königsdörfer als auch Tempelmann dürfen von Anfang an beginnen. Und auch hier gehen wir rein in die Höhepunkte. Gehen wir rein, 11. Spielminute, erst 10. Und das für die Gelsenkirchener heißt für uns, Rocco Reit steht hierfür schon bereit und bringt ihn jetzt auch rein auf Maximilian Bauer. Leider ohne Erfolg, denn der Torhüter kam raus. Nächster Eckball, der geht aber an den FCA. Und da müssen wir natürlich auch verteidigen. Schmitz ist nicht der beste Kopfballspieler, muss man ehrlicherweise sagen. Trotzdem muss er jetzt hier verteidigen. Schmitz kann ihn nicht halten. Genauso wie Ortega. Und das sogar zweimal ungewohnt von ihm. Aber trotzdem konnte er hier entschärfen. Nächster Eckball. Bisschen Eckbälle. Wieder aber für den FC Augsburg. Und Klossi steht hier bereit. Ich schätze mal, so spricht man ihn aus. Die Reingabe, die kommt. Der Kopfball auch. Ortega hat aber hier keine Probleme. Und dann gibt es eine Kontermöglichkeit. 44. Spielminute und das über Rocco Reitz, der hier diesen Ball hat. Jetzt Königsdörfer sieht, vorbeikommt. Immer noch Königsdörfer, der jetzt hier sprintet, hat einen gewissen Tempo, ein gewisses Tempo drauf. Kommt jetzt hier vorbei, der Pass rein und Karaman rutscht vorbei. Bittere Szene, aber auch eine Szene, die man definitiv besser nutzen
Moos, nächster Angriff. Und das für die Schalker über Rocco Reitz, der hier diesen Ball bekommt. Tempelmann hat ihn hinterher, sieht jetzt hier Schmitz mit nach vorne sprinten. Schmitz jetzt leider mit diesem Fehlpass und damit ist diese Szene vorbei. Und dann kommt der FC Augsburg über Jensen in der 47. Spielminute, was wir natürlich verteidigen müssen. Maximilian Bauer, der Ex-Augsburger, macht direkt mal Druck, aber ohne Erfolg, weshalb wir natürlich weiterhin verteidigen müssen. Rocco Reitz macht jetzt hier Druck, vorbei an Taylor ist er gerutscht und dann kommt endlich Königsdörfer mit dazu und kann hier gut verteidigen. Jetzt nochmal ein Konter für Augsburg. Wieder mal müssen wir verteidigen und ich hoffe, das machen wir definitiv besser als gerade eben, denn da hatten wir schon so leichte Schwierigkeiten zumindest. Aber wir sind dran, Rocco Reitz ist da, kann hier verteidigen, damit ist diese Szene auch direkt mal vorbei. Und dann haben wir endlich mal Glück, ein Elfmeter für uns, der nicht nach einem 3-0 Rückstand kommt. Ryan Lassmann steht hier bereit, wie auch im Bayern-Spiel, läuft er jetzt hier an, die Nummer 11 für Schalke trifft er, 54. Spielminute, zwei Treffer aus zwei Partien, aus zwei Elfmetern. Und damit gehen wir rein, direkt mal in die nächste Szene, beziehungsweise ist es auch das Spielende. Wir gewinnen hier sehr knapp mit 1-0. Aber gegen Union Berlin verlieren wir leider hier mit 2-1. Stolberg trifft hier leider doppelt. Und dann geht's rein in eine sehr wichtige Partie für den FC Schalke 04 und zwar im Signal Iduna Park gegen Borussia Dortmund. Spielen wir das größte Rivalen-Derby im deutschen Fußball. Der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Ich bin sehr gespannt und freue mich unheimlich auf diese Partie. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich ja gewonnen und ich bin mal gespannt, ob wir das auch dieses Mal schaffen. Diesmal spielen wir aber die volle 90 Minuten und damit gehen wir rein zu den Aufstellungen. Beginnen wir mit der Startaufstellung von der Heimmannschaft und zwar dem BVB. Sie werden hier mit einer 4-2-3-1 Formation auflaufen, inklusive, keine Ahnung, Julian Brandt, Gyrassi, Donny Malen, Kim Bempe, Schlotterbeck, Kobel. Ich glaube, das sind so die namenshaftesten Spieler bei Ihnen, bei uns. Beginnen wir hier mit unserer absoluten Top-11 bis auf vorne links. Hier darf Schmidt von Anfang an beginnen. Ortega sollte hier der namenshafte sein und war auch erst zuletzt bei einem Deutschlandspiel mit dabei. Und damit gehen wir jetzt aber rein und wollen natürlich unser Potenzial hier unter Beweis stellen. BVB mit dem Anstoß. Winkler, Ball wird jetzt hier komplett umgedreht schon in der 36. Spielminute und damit muss es zumindest die gelbe Karte geben, der Schiedsrichter, nein, die Schiedsrichterin entscheidet auf die rote Karte, 37. Spielminute, die Schwarz-Gelben sind in Unterzahl, liegen diesen harten Einsteigen. Einwurf für uns, Winkler bekommt den Winkler direkt zurück auf Bauer, Bauer auf Rocco Reitz und Rocco Reitz hat hier immer noch den Ball, seht ihr jetzt Schmidt, was für ein Ball, Schmitz kommt vorbei an Gregor Kobel, der Schweizer Nationaltorhüter, ohne, ja, Rücksichtnahme, beziehungsweise ohne jegliche Sorge hier zu verlieren, denn hier hat er definitiv verloren. Ich weiß nicht, was ich hier gelabert habe, aber egal. Wir sind auf jeden Fall vorne mit 1-0 in diesem Revierderby. Rocco Reitz am Ball, hebt ihn jetzt hoch für Karaman. Karaman auf Schmidt, der schon wieder so frei steht. Und Schmidt sieht am Doppelschlag. Schalke, was ist hier los? Jetzt führen wir schon in der ersten Hälfte mit 2 Toren. Karaman hat diesen Ball, lupft ihn hoch für Schmidt. Und Schmidt sieht jetzt hier wieder Karaman. Karaman sieht dann Rocco Reitz. Und Rocco Reitz setzt sich durch gegen Daniel Malen. Jetzt der Ball nach vorne auf Winkler. Winkler auf Karaman. Karaman vorbei. Karaman mit dem Heber. Und das ist auch noch erfolgreich. In Überzahl machen wir hier den dritten Treffer. Das Spiel ist aus nach 90 Spielminuten, beziehungsweise genau genommen nach 91. Wir gewinnen hier mit 3-0 und hier müssen wir einfach ehrlicherweise sagen, die rote Karte war definitiv der entscheidende Punkt für uns, denn erst dann ging es offensivtechnisch wirklich richtig los. Und auch gegen Hoffenheim konnten wir gewinnen, dank Winkler und auch Karaman trifft. Aber Karaman fliegt auch gleichzeitig vom Platz. Hoffenheim war aber auch die letzte Partie. Damit blicken wir nochmal auf alle Wettbewerbe im DFB. Pokal treffen wir als nächstes dann auf dem VfL Wolfsburg gefolgt, beziehungsweise die andere Partie ist Gladbach oder Hoffenheim und ich hoffe natürlich, das ist dann die darauf folgende Partie. In der Fußball-Bundesliga sind wir tatsächlich als Aufsteiger sogar auf Platz 5, heißt europäische Plätze wären im Saisonfinale da möglich. Ich hoffe es allerdings ja eher doch nicht,
weil europäisch nach einem Aufstieg ist echt schwer. Mal schauen, ob wir es trotzdem schaffen. Ja, nice to have wäre es auf jeden Fall. Auf Platz 1 aktuell der FC Bayern München, gefolgt von Leipzig, Leverkusen als auch Hoffenheim. Wie gesagt, ein Punkt. Danach kommen wir auf Platz 5. Punktgleich ist aktuell Borussia Dortmund. 5 Punkte dahinter. Der VfB Stuttgart, gefolgt von Wolfsburg, Mainz 05, Augsburg, Freiburg, Köln, Hamburg, als auch Werder Bremen, Frankfurt, Bochum und sehr überraschend, meiner Meinung nach zumindest, Gladbach und Union Berlin auf den letzten Platz und vorletzten Platz. Also hier, ja, bin ich sehr überrascht, wie aktuell diese Saison verläuft. Beim nächsten Mal, wie gesagt, haben wir das große Saisonfinale. Wir beginnen hier mit der Partie gegen Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Ich bin sehr gespannt, wie schon vorhin gesagt, wie es da dann ausgehen wird. Als nächstes folgt dann Mainz 05, Werder Bremen, Gladbach, als auch noch Freiburg und auch Stuttgart, Wolfsburg nochmal und zu guter Letzt der erste FC Köln und vielleicht auch noch das DFB-Pokal-Finale. Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wo wir am Ende enden werden. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!